Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2017 und zwar zum Qualifying hier in Kanada. Ja, wir sollten keine Probleme haben, hier weiterzukommen. Chef sagt das Ganze auch sehr, sehr gut. Ich fahre hier mit wenig Flügel, 3-3, noch weniger als sonst. Der Rest ist immer das weltberühmte Standard-Setup. Bei der Bremse habe ich die 56 gehen. Das sollte funktionieren. Bei dem Triebwerk habe ich alle Komponenten ausgetauscht. Ein komplett frischer Verbrennungsmotor beim Getriebe. Das möchte ich irgendwie hier schaffen, noch über Kanada zu kommen, selbst wenn hier Gänge dann ausfallen sollten. Ich möchte versuchen, dass das hier irgendwie geht und dass uns das auch keine Zeit hier im Qualifying kosten sollte. Das Wetter im Qualifying kommt jetzt trocken, im Rennen ebenfalls trocken. Das bedeutet, ja, keine Chance hier auf Regen, wo die KI ein bisschen schwächer ist, Fragezeichen. Wir müssen hier einfach unser Bestes geben, auch im Trockenen. Und ich habe ja letztes Jahr gesehen, im letzten Jahr, das ist sogar richtig, dass wir selbst von 20 da schon auf die 6 fahren konnten. Also muss ich in den Sieg schon ausschreiben oder ja, wie sieht die gesamte Situation einfach aus? Ich möchte natürlich versuchen, hier mit einem One durchzukommen in Q1, Q2 auch, wenn es geht, so wenig fahren, wie es nur irgendwie geht, um dann in Q3 wirklich das Maximum rauszuholen aus diesem kleinen, wunderschönen McLaren. Red Bull ist eigentlich mittlerweile unser Ziel auch geworden, nicht nur Force India, sondern auch Red Bull, denn Max Verstappen ist unser neuer Rivale geworden, das hat uns Emma gesagt im letzten Trainingspart, beziehungsweise ihr habt es gesehen, gesagt hat sie ja eigentlich nichts, denn die ist ja stumm geschaltet. So, ihr seht, Qualifying komplett trocken, in 90 Minuten circa könnte es dann am Ende vielleicht anfangen zu regnen, aber da sind wir schon durch. So, die ersten gehen jetzt auf ihre schnellen Runde, deswegen ich warte hier noch so ein bisschen auf eine, ja, gute Lücke. Ich lasse ein paar Mal den Ericsson noch durchfahren. Dann der Massa. Also nach dem Ericsson möchte ich eigentlich, wenn es geht, am besten knapp vor Massa rauskommen. Das wäre so in meinen Augen das Optimale. Parkfamilie ist mir durchaus klar. Wir fahren hier mit sehr wenig Flügeln. Warum? Wir haben einfach nur lange geraden hier. Und auch da, auch wenn wir den besten Motor haben, ich möchte hier einfach nicht überholt werden in den Kurven. Da muss man gut bei der Traktion sein. Also das Rausbeschleunigen ist da ganz besonders wichtig. Und schon hat die Konkurrenz hier eigentlich so gesehen gegen mich keine Chance. Ach, das kommt der Master doch noch knapp vor mir raus. Okay, dann weiß ich, wo der Punkt ist. Im Rennen. Ja, okay. Wo ist denn der da hinten? Okay. Ich weiß jetzt, wo der Punkt ist dann für das Rennen. Ich hatte den Supersoft-Reifen noch, richtig, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Möchte ich mir allerdings aufsparen für das Rennen, Frontflügelschäden etc. Man weiß es halt einfach nicht, was passiert. So, die Kurve kann man nämlich auch zum Beispiel im dritten Gang fahren. Und wenn man hier rausbeschleunigen will im fünften, das geht durchaus auch. Weswegen ich das Getriebe hier nicht ganz so problematisch ansehe. Wenn er aber doppelt hochschaltet, ist das ein ganz großes Problem. Auch hier eher vierter und fünfter Gang, da kann man sich auch so ein bisschen aussuchen, was einem lieber ist. Auch bei der Haarnadel zweiter oder dritter Gang, das geht auch. Aber ich hoffe einfach, dass das Getriebe halten wird und auch hoffentlich soll. Es soll halten. So, Massa, unser Gegner, eigentlich hier nicht, obwohl der natürlich einen super Motor hat. Wir haben ihn aber auch schon in der Sachen Aerodynamik überholt, den Williams. Der ist nur noch im Chassis besser. So, Schikane, da kann man viel Zeit liegen lassen. Geht aber auch im fünften Gang. Also vierter oder fünfter Gang, dritter Gang ist da schon zu kurz. In Kurve 1 ist das Ganze ein bisschen problematischer. Und es wird auch problematisch, wenn jetzt der Teamkollege Lance Stroll vor mir rauskommt. Das gefällt mir gar nicht. Massa hat die Runde nochmal beendet. Okay, das muss ich nicht verstehen. Und ich spiele die Dirty Air leider schon. Vom lieben Lance Stroll. Gefällt mir so natürlich gar nicht. Hier muss man aufpassen, die Kurve ist sehr, sehr tricky. Nach wie vor. Vielleicht fahre ich auch zwei schnelle Runden. Weil der Lance Stroll stört mich jetzt schon. Qualifying Tempo war Platz 3 angegeben. Natürlich macht der Stroll keinen Platz. Doch, jetzt. Ja, das hat mich jetzt aber... Ja, nur behindert, Kollege. Nur behindert hat mich das.
Also da hat mich der letzte Duell nur aufgehalten. Das war ja ganz schlecht, Kollege. Zeige ich dich auch auf. Ja, es war aber mit Kurve abgekürzt. Das ist natürlich dann nicht so toll. Aber es war nur Kurve 1. Aber der Typ hat mir so viel Zeit gekostet. Ja, sieht man schon, im ersten Sektor bin ich schon mal schneller. Deswegen hasse ich es eigentlich auch zu warten in der Box. Dafür bin ich eher auch der Typ, der sofort rausfährt, gar nicht wartet. Boah, leicht abgekürzt, bringt Zeit. Gibt man die offen und ehrlich dann noch einmal zu. Ja, unterschreiben. Ich bin nicht mit dem Auto jetzt. Im Training war ich damit mehr zufrieden. Gut, hier der meldet denn das. Ja. Quasi die Zeit auch geschenkt. Ja, aber am Ende hier, ja, hat das gar nichts gekostet, die Abkürzerei. Und damit stehen wir dann vor Daniel Ricciardo mit einer 1:11.9, würde ich jetzt einfach mal sagen. Fahrer vor mir. Aber das, was den Stoller abgegeben hat, fand ich nicht korrekt. Also, er hätte hier in der Gegengeraden Platz machen können. Keine Frage. Und dann kommt es halt zum Duell. Leider zum Duell im Qualifying. Also, jetzt zeigen wir mal, wie man es richtig macht. Und zwar so. Oh, es war auch knapp. Aber er verliert keine Zeit in den Kurven dadurch. Weil das spürt man einfach. Man spürt das einfach, gerade wenn man mit wenig Flügel fährt. So wie ich das jetzt gemacht habe, dann merke ich das halt einfach. So, nochmal die Komponenten so zum Überblick. Wie sieht das Ganze da aus? Da sieht man es. Nur der Verbrennungsmotor ist neu. Das Getriebe, ja, knapp ist immer noch an die 54%. Gerade in so Inlaps schaltet man ja auch noch ein bisschen mehr. Das kommt auch noch hinzu. Verbrennungsmotor ist logisch, dass der hier komplett neu ist. Ganz einfach der Tatsache, hier ist Motorleistung gefragt. Genau wie in Baku auch Motorleistung gefragt sein wird. Das heißt, dieser Motor wird jetzt zweimal benutzt. Das ist schon die Komponente 5. Also auch Verbrennungsmotor technisch müssen wir in der Schrapazierfähigkeit in dieser Saison noch irgendwie mal was in Bewegung setzen. Und das ist auch die Überlegung, die ich mir gemacht habe. Willst du jetzt diese Ressourcenpunkte wirklich nochmal in die Aerodynamik investieren? Oder sagst du dir, oh, das Getriebe, das ist immer so nach 3 Rennen fällig, da könnten bessere Positionen bei rausspringen. Wenn du da dann mal so langsam die Entwicklung ansetzt, ja, die Gedankengänge habe ich mir gemacht. Wenn wir jetzt quasi in Kanada nicht wechseln, muss ich in Aserbaidschan wechseln. Dann haben wir noch Österreich und Großbritannien. Und dann müsste ich in Ungarn spätestens eigentlich wieder wechseln. Oder wenn es ganz doof läuft, in Belgien. Das bedeutet, ich werde hier vermutlich einfach mal die Getriebe, Schrapazierfähigkeit mal anfangen zu investieren. Besser im Schlusssektor, alles klar. Wir verlieren die gesamte Zeit auf Bottas, nur im Mittelteil. Das heißt, wenn ich den Mittelteil ein bisschen besser hinkriege, dann ist hier sogar was drin. Fernando Alonso ist 7/10 zurück. Und ja, Max Verstappen sogar mit Supersoft. Das ist momentan, ja, unser Rivale. Das war wirklich unser Rivale geworden. Der ist momentan auch in der WM hinter uns. Und mal schauen, ob der hier überhaupt weiterkommt. Weil das sieht nicht so aus. Hier wird was riskiert von einigen Fahrern. In meinen Augen komplett unnötig. Und deswegen ist Verstappen auf der 9, jetzt sehe ich es gerade, und hat sich nochmal mit den Ultrasofts qualifiziert. Ausgeschieden, Jordan und Palmer, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Pascal Werner und Marcus Ericsson. Eine 12:9. Und zum Weiterkommen hätte man eigentlich eine Sekunde langsamer fahren können. Fernando Alonso auf der 10 mit einer 1:12.4. Wir sind hier auf jeden Fall vorne mit im Geschehen dabei. Q3 ist Pflicht. Und Pflicht ist es, das Ganze auch in einer Runde zu schaffen. Und deswegen werde ich eigentlich noch mal ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Wir sind ein benzinfreudiges Auto. So, und bei der einen Runde, dann kommt es dann wirklich drauf an, das Maximum zu holen. Und ich zögere jetzt nicht, ich fahre direkt raus. Direkt raus, der Team. Weil ich möchte mal die gute Ausgangsposition hier nicht kaputt machen mit so einem Getriebeaustausch. Dann nehme ich das dann doch lieber in Kauf, dass ich dann während des Rennens ein paar Probleme damit bekomme. Oder bekommen kann. Ich hatte es noch nie, ehrlich gesagt. Das hatte ich noch nie, diese Situation.
Ich weiß aber, wenn du eine Kurve in einem ganz anderen Gang fahren musst, ist das nicht so schön. Und da muss man sich auch so ein bisschen drauf einstellen. Gerade beim Runterschalten, wenn man nicht weiß, welcher Gang es ist, dann muss man da extrem langsam runterschalten. Also man schaltet dann in der Regel so. Ja. Und schaut dann wirklich, welcher Gang fehlt. Und das kostet ja natürlich Zeit. Aber wenn du jetzt dieses, wenn man jetzt zum Beispiel hastig runterschaltet, was ich ja normalerweise auch so noch immer so ein bisschen mache, und dann kommt genau der ausfallende Gang dazwischen, dann bist du eingangs so tief, dein Hinterachse kommt und dann verlierst du noch mehr Zeit. Deswegen bremsen, langsam runterschalten und dann wird man irgendwann spüren, spätestens beim nächsten Hochschalten, welcher Gang da wirklich fehlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwann mal der achte Gang zum Beispiel ausfällt. Also, ich denke mal, der erste Gang wird es nie sein und der achte Gang wird es auch nie sein. Weil das wäre, ja, das wäre Katastrophe, wäre das. Es wäre natürlich auch Katastrophe, wenn es jetzt hier im Qualifying passieren würde. Ist auch ganz einfach so, es wäre auch Katastrophe. Deswegen hoffe ich da mal nicht drauf. Deswegen jetzt diese eine schnelle Runde. Abspulen. Nochmal eine 11er Zeit hinknallen. Na, ich will es riskieren. Hier so eine Schlüsselstelle für mich im Mittelsektor. Auto leicht unruhig hinten. Boah, ich habe wenig Vertrauen gerade in die Hinterachse, warum auch immer. Quiert ungefähr nur eine 12,9. Boah, das wird eine 11,9. Wir fahren eine 11,6. Sehr gute Runde. Wirklich sehr gute Runde. Boah, das aber auf den Supersoft-Reifen wohlgemerkt. Das muss man auch mal erwähnen. Und da geht immer noch ein bisschen mehr. Und jetzt zum Beispiel bei so einer Inlap fährt man auch, oder schaltet man ein bisschen früher hoch, um den Motor zu schonen. Das geht auch wieder aufs Getriebe. Deswegen, ich habe mir da so ein bisschen ein Eigentor vielleicht mitgeschossen. Ja gut, ich habe nach Russland, glaube ich, das Getriebe gewechselt. Dann hatten wir schon... Ja, Russland hat das Getriebe gewechselt. Ja, in Russland, vor dem Russland-Rennen. Ja, stimmt, dann kommt... Ja, dann habe ich damit quasi drei Rennen schon absolviert. Und drei Rennen hält ja eigentlich ein nicht ausgebautes Getriebe auch nur aus. Deswegen, ja, kann er dann da wirklich die Probleme eintreten können. Ich rechne ihm einfach im Baku wieder nicht viel aus. Deswegen möchte ich das Ganze auch hier gerne vermeiden. Weil man nicht so ganz einfach sein wird. Ja, komm, Hülkenberg, jetzt fahren wir ein bisschen schneller. Nicht viel, aber ein bisschen. Der biegt natürlich auch in die Boxengasse ab, aber der Ferrari ist nicht abgebogen. Fettet auch auf Supersoft-Reifen. Was geht denn hier ab? Warum wollt ihr alle mit Supersoft-Reifen starten? Guck, dass Hamilton auch nochmal versucht. Vor allem fettes Reifensatz, der müsste angefahren sein. Es sei denn, er ist auf hart gegangen, auf härtere Reifenmischungen. Nicht, dass ich hier echt nur um den Sieg mitfahre. Wobei nach Monaco würde mich das Ganze nicht wundern. Wobei Pole Position etwas zu unrealistisch schon wäre. Aber es geht auch nicht um die Pole Position, es geht gerade mal hier nur ums Weiterkommen. Das ist eine 11, was war es jetzt? 11, 6, 11, 5, 11, 6 aufgerundet, oder? Ja, 11, 6 aufgerundet. Wir haben zwei Sektoren-Bestzeiten. Im ersten und im Schlusssektor. Und Daniel Ricciardo hat 14. Rückstand. Fernando Alonso brummig hier dafür 17. Lauf. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Raikön fährt noch nach vorne. Hamilton auch auf Ultra 6000stel langsamer. Wird das hier ein Fight um die Pole Position?
Wenn das ein Fight hier um die Pole Position wird, alter Verwalter. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich habe Reifensätze zur Verfügung. Hamilton und Raikön, die beiden wollen auf Ultrasoft starten. Und die anderen beiden, im Mercedes und Ferrari, wollen mit Supersoft-Reifen starten. Und das schaffen sie auch. Aktuell sind wir auf der 1. Wir haben es ins Q3 geschafft. Alonso auf der 8. Ausgeschieden Hülkenberg und Sergio Perez auf der 12. Das ist extrem ungewöhnlich, finde ich, dass Perez hier ausscheidet. Grosjean 13 und dann beide Toro Rosso mit Kwiat und Sainz. Ocon, unser Dauerrival, auf der 9. Alonso könnte es hier echt schaffen, auf Platz 8 zu gehen. Warum ist denn der Force India hier so weit hinten ist? Der Massa ist sogar noch vor ihm. Okay, also entweder hat Perez die Runde absolut nicht hinbekommen oder die Zeitabstände sind natürlich hier trotz der kurzen Runde sehr, sehr eng. Auf geht's ins Q3. Natürlich fahre ich auf 110, ist logisch. Aber trotzdem, das ist schon, ja, wieder mal erschreckend, was die KI hier abliefert. Ist eigentlich der richtige Reifen? Nein, der richtige Reifen ist hier nicht drauf, der Reifen. 3% hat er nur drauf, das ist ja gar nichts. Der ist noch relativ gut für den morgigen Start. Wir fahren direkt raus. Keine Zeit verlieren. Die Jagd nach der Pole Position ist eröffnet. Oder auch nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Und das ist das Problem. Aber wir sind der... Nee, wir sind der Zweite, der raus will. Aber ich habe einen Vorsprung nach vorne. Das ist gut. Das ist sehr gut. Man kann jetzt zwei schnelle Runden fahren, ohne großen Gripverlust der Reifen. Das ist wichtig. Das heißt, die zweite Runde kann durchaus schneller sein als die erste. Ich glaube, in echt war das ja auch so, weil man die Reifen sehr schlecht ins Temperaturfenster bekommen hat. Hier vierter Gang. Hier muss man, wie gesagt, aufpassen. Da muss man sich so ein bisschen nach außen tragen lassen, in die Wand rein, wortwörtlich. Aber nicht so knallhart rein. Genauso wie hier, man muss sich da so ein bisschen zu zwingen. Ah, Getriebe macht bisher keine Mocken. Also ich hatte das noch bei keiner Komponenten. Dass da irgendwie mal was kaputt gegangen ist. Und ich hoffe das jetzt auch nicht. Und Topspeed-mäßig hier mit 330 Top. So, los geht's. Vorausgesetzt, natürlich kommt mir der Ferrari natürlich vor die Linse raus. Aber der S-Sektor war schon mal gar nichts. Der Ferrari stört mich. Von Raikönen. Besonders hier im Mittelsektor. Und gleich auf der Geraden sowieso. Weil wie ich den Pappenheimer kenne, macht er keinen Platz. Wobei der Abstand ist sehr gut eigentlich. Ja, aber man spürt dann doch leider, dass dann da Aerodynamik fehlt. 1.11.4. Es ist eigentlich keine zweite Runde mehr möglich mit Helmet 1.11.1. Ja, mein Problem ist jetzt der Raikönen. Für die zweite schnelle Runde. Ja, und hier sieht man, dass ich... Alter, hier lasse ich 3-4 Zehntel auf Raikönen liegen. Aber Raikön ist schlagbar. So wie wir das Ganze mal hier sieht. Aber die 1.11.4
4 ist schon nicht ohne. Ja, jetzt spielst du sogar, dass da mehr Windschatten herrscht als davor. Ich breche die Runde aber trotzdem ab. Muss natürlich aufpassen, dass ich ihn nicht irgendwie behindere. So ein Sportsmann bin ich ja schon noch. Der Verbrennungsmotor hat jetzt schon 2%. Raikön ist auch hinter uns. Also wir momentan auf P4. Alonso ist auch gerade in der Box. Und wird reingeschoben. So. Mein Team, bitte. Wagenheber ist da. Hinten, der ist auch schon da. Jetzt kommt der technische Verantwortliche. Jetzt kommen die anderen raus, die dann das Auto komplett schieben. Tipp mal das vorne rechts. Das ist der Hauptverantwortliche, falls mal was schief geht. Deswegen steht er da nur rum. Also er muss eigentlich überwacht, ob da wirklich alles glatt geht und nimmt nur eine Wagenheber ab. So könnte ich mir das durchaus vorstellen. Weil der schaut auch immer mit Blick aufs Auto. Immer. Also wenn was schief geht, ist der, glaube ich, dafür verantwortlich, weil einer muss immer die Verantwortung übernehmen, ja. Der rechts hier ist es... Ich tippe mal, dass das mein Renningenieur ist hier rechts, weil er mir auch immer die Setup-Daten gibt. Links. Ja, das sind auch irgendwelche... Ich denke mal, dass sogar das... Ja, aber dass die Strategieabteilung mit ist... Ich könnte mir vorstellen, dass der in der Mitte rechts der, dass das der ist, der die Teamänderungen durchrechnet und dann durchgibt. Weil so viele Leute ist immer unter dem Sektor besser im ersten Sektor. Ich verliere was im Schlusssektor sogar. Das könnte die letzte Kurve gewesen sein. Sind 2,5 Zehntel. Fette knapp vor mir. Oh, den will ich noch bekommen. Den will ich noch bekommen, wenn es geht. Das bedeutet... Genau, wir nehmen den letzten Reifensatz auch, weil wir müssen eh mit dem angefahrenen starten und dann hätten wir noch einen angefahren, hätten wir noch mal einen angefahren. Das geht. Da sehe ich keine Probleme. 6 Kilogramm haben gereicht für 2 schnelle Runden. Aktuell ist keiner unterwegs. 5 Minuten, ich fahre direkt raus. Das heißt, ich fahre den letzten frischen auch noch an. Haben wir halt einen angefahren dann für das Rennen. Wir haben 2 Supersoft-Reifen zur Verfügung. Hier hätte man durchgehen noch auf, hier hätte man auch auf weicher gehen können. In der Reifenaufteilung. Damit man noch einen Ultrasoft mehr zur Verfügung hat. Ist eigentlich ratsam, gerade wenn man ein Top-Auto hat, das zu machen. Maschkat ist eh weit da vorne. Die Chance, dass du dir den Flügel anknackst, ist geringer. Solange ich aber nicht hundertprozentig vorne starte, also so Reihe ab Reihe 3, würde ich mal so das ungefähr pauschal sagen, dann lohnt sich das auch noch nicht. Obwohl, es lohnen tut sich immer, aber du hast halt nicht diese Notlösung, sag ich mal, noch in der Hintern, dass du vielleicht mit 2-mal den härteren Reifen dann das Rennen durchfahren musst. Weil du holst kein 100%, du holst bei 100% Rennen auch keinen zusätzlichen Boxenstopp auf. So, keiner fährt raus. Sehr schön. So lobe ich mir das. Das bedeutet volles Rohr. Attacke auf Sebastian. Ne, der 5. sorgt mir eingangs nur für Untersteuern. Dafür habe ich dann vorne zu wenig Front. Da geht noch mehr im ersten Sektor. Das war nah an der Wand. Und hier rutscht mein Auto. Ja, da haben wir die Zähne schon Rückstand wieder. Nicht besser. 2 sind jetzt ein bisschen zu viel. Tja, hier verlieren wir jetzt Zeit. Dafür soll ich diese 10. eigentlich wieder hinten heraus gewinnen. Boah, das war am absoluten Limit.
Das war auch besser. Das war eine Entscheidungskurve. Bisschen was verloren. Hier verliere ich auch ein bisschen was in Schusskurve. Das war vorhin am absoluten Limit. Kürzester Weg. Es würde reichen. Er wird geschlagen, aber der kann kontern noch. Der kann noch kontern. Da kommt der Erste raus. Das ist unser Teamkollege Fernando. 1:11:0. Boah, was für ein Ding. Was für ein Ding. 1:11:0.99. Ich bin gerade ein bisschen, boah, platt, ey, das ist unfassbar. Die Schüsse sind hier gut gemeistert. So. Da ist unser Gegner. Lewis Hamilton. Also, Jungs und Mädels, was ihr wieder macht hier, ist Katastrophe. Weil ich will nur in die Box. Das heißt, dass du nicht quasi einen Knopf hast, wo du sagen kannst, der KI, dass du eigentlich auf einer Inlap bist und nicht auf einer schnellen. Weil das fehlt hier so extrem. Die wollen aber alle. Die wollen alle auf eine ihrer schnellen gehen. Also Vettel habe ich jetzt in meinen Augen nicht behindert, den Kimi auch, den Ocon auch nicht. Also alles gut, alles gut. Hamilton wird den Konter setzen, da bin ich mir sogar relativ sicher. Die Zeit wird nicht reichen hier, eine 1:11:0.99. Denk mal, dass Vettel und Hamilton noch schneller fahren. Bottas habe ich schon im ersten One, ne, im zweiten One in der ersten Runde schlagen können. Die 20 Sekunden sind meiner Meinung nach jetzt um. Das dauert. Und es ist die Pole Position. Verdammt nochmal, es ist die Pole Position! Ja! Es ist die Pole Position! Hamilton hat sich nicht mehr verbessert. Eine 1:11:0.99 reicht für die Pole Position von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Boah. Vettel auf der 4, Raikkonen auf der 5, Ricciardo 6. Verstappen, unser Rivale, haben wir geschlagen um 19. Und Fernando Alonso habe ich 1,1 Sekunden drauf. Draufgeschlagen, draufgehämmert, draufgeworfen, sucht's euch aus. Unfassbar. Ey, einfach nur unfassbar. Oh Mann, und wenn ich jetzt zum Beispiel das Getriebe auswechseln müsste, dann würde ich auf der 6 starten. Und das ist mein Problem. Aber wir haben hier gute Chancen. Wir haben hier richtig gute Chancen. Wer startet auf den Superstofts? Hamilton? Hamilton und Raikkonen? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Boah. Ich glaube, ich habe in der schnellen Runde die Kurve 3 abgekürzt. War aber auch eng. Dafür habe ich in der Schlusskurve was liegen lassen. Also, ja, gut. Ansonsten, ja, ich stelle rechts, links. Da holt man auch nochmal gerne was raus. Da ist es aber auch üblich, über die Curbs zu brettern. Aber ich will jetzt nicht nach den kleinen Fehler suchen. Ich will einfach nicht nach diesen kleinen Abkürzungen suchen. Weil dann könnte man jedes Mal was kritisieren. Und wir wollen ja unseren Spaß haben. Und den Spaß haben wir auf jeden Fall mit Platz 1 erfüllt. Gibt es dafür irgendwelche Siegprämien? 9 Positionen höher, das gibt es. Und das sind 102 Ressourcenpunkte. Max Verstappen haben wir geschlagen in der schnellsten Runde. Bringt mir aber nicht viel, 2:1. Ich war sogar im Mittelsektor schneller.
Also war das Herausbeschleunigen da extrem gut. Wir haben es ja zum Beispiel auch gegen Kimi zum Beispiel gesehen, dass das extrem gut war. Mercedes ist sehr an uns interessiert. Ich könnte mir die Polo natürlich zunichte. Ah, ich will's riskieren. Ich will's ein 56. Was kriegt der denn drauf? 15% circa. Dann bin ich bei 70%. Boah, ich muss mir das überlegen. Boah, das wäre aber irgendwo bitter. Der Pole Position ist immer was Schönes, aber ein gutes Rennergebnis ist schöner. Ich hadere da selber mit mir. Ich glaube, man merkt das. Man merkt das. In Österreich müsste ich nicht wechseln. In Großbritannien müsste ich wieder wechseln. Ich hadere da echt mit mir. Ich hadere da echt mit mir. Wie gesagt, das Getriebe. Ich möchte das ja eigentlich gerne machen, dass das in Aserbaidschan dann fertig ist. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Weil das bringt mir über die gesamte Saison immer Probleme, das Getriebe. Immer. Immer. Also irgendwann wird es auch der Fall zu. Das haben wir letzte Saison eigentlich schon gespürt, am Ende. Am Ende. Mexiko zum Beispiel. Wo man aber auch gut überholen konnte. Ich glaube sogar, wo war das? Wo war denn das noch so extrem? Ich glaube, in Mexiko habe ich gewechselt. In Malaysia musste ich, glaube ich, auch mal wechseln. Also Getriebe bringt mir nur Vorteile. Schon für diese Saison. In Kanada bin ich Sechster geworden letztes Jahr. Okay. Deswegen machen wir die Strapazierfähigkeit und wir machen einmal das Getriebe. Der Abnutzungsgrad aller Komponenten am Getriebe wird um 12,5% reduziert. Geschätzte Fertigstellung in Aserbaidschan ist es ein kleiner Effekt. Das bedeutet, wir würden jetzt unterm Strich noch 500 Ressourcen, 150 Ressourcenpunkte fehlen. Das schaffen wir sogar. Ey, das könnte ich sogar noch schaffen. Mit dem Bonus, dann bin ich bei 50. Und wenn wir dann noch 100 Ressourcenpunkte zusammenbekommen, für das Rennen, da könnte ich sogar noch mit der Aerodynamik gleich weitermachen. Okay, mal schauen, würde ich sagen. Aber Getriebe, das war jetzt einfach mein Thema, was ich hier angehen musste. Weil das wird uns auch noch nächste Saison dann wieder treffen. Dann spätestens in Monaco, wo wir unseren Sieg ja verteidigen wollen. Ich soll am Ende des Rennens Fünfter werden, Max Verstappen schlagen und das wird schon ein hartes Brett. Ob wir den nächsten Sieg hier einfahren können, steht in weiter Ferne. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Getriebe tauschen soll oder nicht. Beziehungsweise ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Pole Position von Pole Position wegfahren oder Getriebe austauschen. Nur mal sicher gehen und von P6 starten. Ich habe gerade schon. Gerade eben habe ich mir die Entscheidung schon selber getroffen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!